Willkommen bei der Breas Schulungsreihe für Everywhere. In diesem Tutorial lernen Sie, wie Sie die gespeicherten Therapiedaten eines Patienten anzeigen können. Klicken Sie im Patientendatensatz auf die Registerkarte Data Viewer. Die Seite Zusammenfassungsdiagramme zeigt die Nutzungsdurchschnitte der letzten 30 Tage an. Sie sehen eine tagesgenaue Übersicht für Druck, Leckage, Tidalvolumen, Betriebsstunden und der Modus, in dem das Beatmungsgerät verwendet wurde, wird durch einen farbkodierten Balken angezeigt. Oberhalb der Übersichtsgrafiken sehen Sie detaillierte Informationen und Durchschnittswerte, die sich auf den angezeigten Zeitraum beziehen. In der Datenanzeige werden der Behandlungsmodus, die Einstellungen und die Alarmeinstellungen auf der linken Seite angezeigt. Durch Klicken und Ziehen der Markierung nach links oder rechts ändern sich diese Werte entsprechend dem Datenpunkt in jedem Diagramm. Bei Bedarf kann die Skalierung jedes Diagramms durch Klicken an der Y-Achse angepasst werden. Mit dem Seitenpfeil auf jeder Seite können Sie zu anderen interessanten Zeiträumen navigieren. Wenn Sie den Zeiger über die Markierung bewegen, wird eine Palette mit einem Zoom-Symbol angezeigt, das bei Anklicken die Atemprotokollansicht zeigt. Die Atemprotokollansicht zeigt die Durchschnittswerte der Nutzung für den 24-Stunden-Zeitraum, der durch das zuvor ausgewählte Datum bestimmt wird. Wie zuvor kann der Marker entlang der X-Achse gezogen werden und die Skalierung jedes Diagramms kann durch Anklicken der Y-Achse angepasst werden. Wenn Sie den Zeiger über die Markierungslinie bewegen, die die X-Achse schneidet, wird ein Zoom-Symbol angezeigt. Klicken Sie auf Zoom Minus, um zur Seite mit der Zusammenfassung des Diagramms zurückzukehren. Oder auf Zoom Plus, um den Bereich der X-Achse von 24 Stunden auf 8 Stunden zu ändern, auf 2 Stunden, auf 30 Minuten und auf 5 Minuten. Im Hilfehandbuch erfahren Sie mehr darüber, welche Informationen auf den Seiten Übersichtsgrafik und Atmungsansicht angezeigt werden.